Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frage und Antwort im Kita-Recht. Und wir bekommen immer wieder die Frage, selbst heute noch, können wir Eltern denn Geld zurückverlangen? Es gab doch da diesen Erzieherstreik und da war die Kita geschlossen. Und wir mussten unsere Kinder anderweitig betreuen lassen. Und für diese Zeiten möchten wir doch, für diese Tage, an denen die Kita streikbedingt geschlossen war, möchten doch wir wenigstens anteilig unsere Gebühren, unsere Kosten zurückhaben. Nun, das kann man nicht, wie weit die Eltern hier einen Anspruch, ein Recht haben, das kann man nicht generell beantworten, weil es immer auf den Einzelfall ankommt, wie gegebenenfalls der Betreuungsvertrag ausgestaltet ist oder wie die kommunale Beitragssatzung gestaltet ist. Deshalb gibt es manche Kommunen, die freilich schon zurückzahlen, entsprechend die Gebühren anteilig. Andere wiederum sagen, nö, dafür sehen wir überhaupt gar keine Veranlassung. Es kommt hier wirklich auf den jeweiligen Einzelfall an. Und insofern geben wir es auch nur als kleinen Hinweis hier so mit, dass jetzt jüngst das Verwaltungsgericht Dresden hinsichtlich des Bestreikens der in Dresden ansässigen kommunalen Kitas dahingehend geurteilt hat, dass Eltern keinen Anspruch für die anteilige Rückgewähr auf ihre gezahlten Gebühren für den Kita-Streik haben. Denn dieser Kita-Streik, so das Gericht, hat insgesamt ja nur vier Tage in dem Sinne gedauert, dass tatsächlich nur 4 Tage die Einrichtungen bestreikt wurden und zur Betreuung nicht zur Verfügung standen. Da aber, wiederum so das Gericht, in der dortigen Dresdner Kita-Satzung drin stand, dass bis zu einem Monat oder bis zu knapp einem Monat sowieso Schließzeiten möglich sein sollten, wäre also die Belastung mit diesen 4 Tagen, an denen die Kita nicht zur Verfügung steht, sowieso eine nicht unverhältnismäßige Belastung der Eltern gewesen, sodass das Gericht gesagt hat, nee, ihr kriegt jetzt nichts zurück. Das ist etwas, damit habt ihr eh rechnen müssen, siehe Kita-Satzung. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Dresden ist noch nicht rechtskräftig. Das kann durchaus sein, dass man hier noch dagegen in Berufung geht. Wir wollen das trotzdem erstmal so mitgeben und es soll uns aufzeigen, dass es tatsächlich darauf ankommt, wie im konkreten Einzelfall die Kinderbetreuung gemäß kommunaler Satzung in den jeweiligen Regionen einzeln ausgestaltet ist. Nämlich danach kann es dann durchaus davon abhängen, können Eltern Gelder zurückverlangen oder bleiben sie dann halt auf ihren Kosten sitzen? Ein schwieriges Thema. Es wird sicherlich nicht das letzte Wort dazu gefallen sein. Wir werden weiter darüber berichten.